Nur noch ein Schritt bis zum Sieg. Könige verspielen ihre Macht oder werden vom hohen Ross gestoßen. Manchen wird ein kleiner Fehler zum Verhängnis. Anderen die schiere Gier. Die großen Verlierer der Geschichte. ZDF History mit Guido Knopp. Liebe Zuschauer, willkommen. Sieger schreiben die Geschichte, heißt es jedenfalls. Für die Gescheiterten bleibt Spott und bestenfalls noch Mitleid. Dabei ist ihr Schicksal nicht selten interessanter, denn es zeigt, wie schmal der Grat sein kann zwischen Niederlage und Triumph. Manche werden schlicht vom Glück betrogen. Andere stolpern über Leichtsinn oder Gier. Doch am verbreitetsten sind sicher Übermut und Anmaßung. In der antiken Sage hat das schon zum Sturz des Ikarus geführt. Hier ist sie also, unsere lehrreiche Revue der großen Verlierer. Schon unser erster Fall zeigt, wie launenhaft die Geschichte mitunter ihre Gunst verteilt. Als die Römer frech geworden sind. Tapferer Germane gegen tumben Römer. Deutschlands Norden. Ein Konflikt vor 2000 Jahren, angeblich im Teutoburger Wald. Der Verlierer wird bis heute als Unglücksrabe verlacht. Herr Quintilius Varus. Dem Spott der Nachwelt hat sich der römische Feldherr Varus entzogen. Aber stimmt das Urteil über ihn? Rom unter Kaiser Augustus. Das Imperium auf dem Höhepunkt seiner Macht. 300.000 Berufssoldaten erobern immer neue Gebiete. Keine fremde Streitmacht scheint ihnen gewachsen. Zur Sicherung seiner Herrschaft schickt Augustus Statthalter in entfernte Provinzen. Einer seiner besten Männer ist Quintilius Varus, diplomatisch erfahren und militärisch hochdekoriert. Ein Mann fürs Grobe. In Syrien schlägt er einen jüdischen Aufstand nieder. 2000 Aufrührer sterben am Kreuz. Sieben nach Christus schickt Augustus den 53-Jährigen als Stellvertreter nach Germanien. Östlich des Rheins siedeln damals zahlreiche Stämme. Manche sind den Römern zugetan, andere nicht. In der unwirtlichen Gegend soll Varus den Einfluss des Imperiums festigen. Er fordert Tribute und spricht Recht nach römischer Sitte. Widerstand lässt er im Keim ersticken. Der Hass auf die Besatzer eint die Stämme der Germanen. Ihr Anführer heißt Arminius, ein gebürtiger Cherusker, ausgebildet in Rom. Als Gefolgsmann des Varus ist er in seine Heimat zurückgekehrt. Jetzt wechselt er zum zweiten Mal die Seiten. Varus kennt die Gefahr. Kundschafter warnen vor Verrat und Aufstandsplänen. Aber der General will weder den Aufbruch ins Winterlager verschieben, noch lässt er seine Soldaten in Gefechtsordnung marschieren. Militärischer Leichtsinn oder nur das gewohnte Gefühl, keinen Gegner fürchten zu müssen? Arminius ist doppelt im Vorteil. Er kennt die Schwächen der römischen Armee und die ihres Feldherrn. Um Varus in unwegsames Gelände zu locken, setzen die Germanen römische Wachtürme in Brand. Gut sichtbar über viele Kilometer. General Varus begeht seinen nächsten Fehler. Er weicht von der vertrauten Route ab und zieht in die Wälder, um die Aufständischen zu jagen. 30.000 Mann mit schwerem Gepäck kämpfen sich durchs Unterholz. Die germanischen Krieger sind beweglicher und kennen das Gelände.
Die Falle schnappt zu. Das tüchtigste aller Heere wurde Mann für Mann abgeschlachtet, klagt ein römischer Autor. Eine der blutigsten Schlachten der Antike nimmt ihren Lauf. Drei Tage lang attackieren die Germanen nach dem Prinzip Hit and Run, zuschlagen und zurückziehen. Drei volle Legionen werden aufgerieben. Weit weg in Rom beginnt die Suche nach einem Sündenbock. Der ist schnell gefunden. Das Heer geriet durch die Stumpfheit seines Führers und die Tücke des Feindes in die Falle, schreibt der römische Zeitgenosse Paterculus. Über den Selbstmord des Varus auf dem Schlachtfeld heißt es voller Verachtung: Der Feldherr hatte mehr Mut zum Sterben als zum Kämpfen. Wo genau Roms Legionen im Jahr 9 nach Christus untergehen, ist bis heute ungewiss. Waffen und Münzfunde sprechen für Kalkriese bei Osnabrück. Doch ob hier nur eine von vielen Schlachten um Germanien geschlagen wurde oder tatsächlich der legendäre Triumph des Arminius stattfand, muss offen bleiben. Der Sieger stirbt später durch Mörderhand. Doch sein Ruhm überdauert die Jahrtausende. Er wird umgetauft zu Hermann dem Cherusker und verklärt als Urvater der Deutschen. Der Ruf des Varus dagegen ist ruiniert. Eine glanzvolle römische Karriere abrupt beendet durch Verrat und eine einzige verlorene Schlacht. Unser nächster Fall zeigt, wie grandioses Scheitern auch zu Weltruhm führen kann. Kuba 1959. Fidel Castro und Che Guevara ziehen als Sieger der Revolution in Havanna ein. Großzügig teilen sie Macht und Ämter. Fidel wird Chef, Che bekommt die Nationalbank, später das Industrieministerium. Doch der frisch gebackene Minister genießt den Ruhm nur kurz. Kuba ist ihm zu klein. Er will mehr. Er stand im Mittelpunkt. Irgendein amerikanischer Fachmann feierte ihn als den Manager der Zukunft. Er ging mit bloßem Oberkörper auf die Reisfelder sonntags, um ein Vorbild für die Arbeit zu sein, und ließ sich dabei fotografieren. Also ein Arzt von Herkunft mischt sich unter die Armen, siegt, ist ein Frauenheld, ein Schönling. Gleichzeitig betätigt er sich als Henker und als ein Umstürzer der ganzen Wirtschaft. Che Guevara fühlt sich nicht geboren für einen Ministersessel in Havanna. Ich glaube, dass ich eine Mission zu erfüllen habe auf dieser Welt. Und dieser Aufgabe muss ich alles opfern. Möglicherweise auch mein Leben. Ein Romantiker der Revolution? Oder einer, der nur tief enttäuscht ist von der sozialistischen Wirklichkeit? Dass Kuba wirtschaftlich eine desaströse Entwicklung nahm, hat ihn vermutlich ziemlich wenig gestört. Und nicht deswegen ist er in den Kongo gegangen, sondern weil dieser Erzabenteurer, der er war, von der Ausübung einer Bürotätigkeit die Nase voll hatte. Und nun wollte er mal wieder sowas machen wie auf Kuba, nämlich Bürgerkrieg im Dschungel und Sieg oder Niederlage, egal, Hauptsache was Fantastisches. Im April 1965 reist er nach Afrika, schließt sich marxistischen Rebellen im Kongo an. Von hier aus soll die Revolution den ganzen schwarzen Kontinent erobern. Das afrikanische Abenteuer wird zum Fiasko. Mangelnde Sprachkenntnisse, chaotische Logistik. Enttäuscht kehrt Che nach Kuba zurück. Als nächstes will er es auf dem südamerikanischen Festland versuchen. Getarnt als Geschäftsmann Adolfo González reist der Kommandante nach Bolivien.
Ende 1966 übernimmt er die Führung der sogenannten Nationalen Befreiungsarmee. Sie besteht aus 44 Kämpfern. Auch im bolivianischen Dschungel will die Weltrevolution nicht recht Fuß fassen. Shes Tagebuch erzählt von wochenlangen Märschen, verlorenen Waffen und umherirrenden Kameraden, die sich um verschwundene Dosenmilch streiten. Die bolivianischen Bauern denken nicht daran, sich einer Handvoll ungewaschener Guerilleros anzuschließen. Doch Guevara will nicht noch einmal als Gescheiterter nach Kuba zurückkehren. Er kämpft 11 Monate einen aussichtslosen Kampf. Sucht er ein Ende als Märtyrer der Revolution? Gerade in diesem Grad des Irrsinns liegt natürlich eine gewisse Faszination. Wie kann ein Mensch es nur riskieren? Und wie kann ein Mensch sowas wirklich Jahr um Jahr durchhalten und damit ein Echo in der ganzen Welt erzeugen? Eins, zwei, viele, tausend Vietnams schrie aus Bolivien und die ganze Welt druckte es. Ein Mensch mit vielleicht noch 20 Guerillakämpfern, völlig verloren im bolivianischen Urwald. Unterstützt mit Waffen und Geld von der CIA, heften sich 650 bolivianische Soldaten an die Fersen von Che Guevara. Der Gejagte zeigt sich weiter unbeirrt. Diese Art des Kampfes gibt uns die Möglichkeit, Revolutionäre zu werden. Die höchste Stufe der menschlichen Gattung. Beim kleinen Dorf La Higuera nimmt die bolivianische Armee am 8. Oktober 1967 eine Handvoll Guerilleros fest. Unter ihnen auch Che Guevara. Nur einen Tag später erschießt ihn der Feldwebel Mario Terán. Ohne Gerichtsverfahren, vermutlich auf Weisung des bolivianischen Präsidenten. Hier im Krankenhaus von Valle Grande wird Guevaras Leiche aufgebahrt. Die Welt soll sehen, dass er ein Gescheiterter ist, ein Verlierer der Geschichte. Doch die Makabre zur Schaustellung bewirkt das Gegenteil. Nach seinem Tod in Bolivien wird Che Guevara zum Mythos, zur Pop-Ikone der Revolution. Uns bleibt, was gut war und klar. Das Bild des Kommandanten fehlt bei keiner Demo. Er ist das Symbol der Jugendrevolte von 1968. Absolute Kultfigur. Wenn das System gescheitert ist, sagt sie nichts aus, dass die Ideale nicht gut waren. Also ich finde, er ist kein Verlierer. Man spricht heute von ihm positiv, würde ich sagen, Gewinner. Irgendwo. Verlierer im Leben, aber posthum ein Gewinner? Kommandante Che Guevara. In unserem nächsten Fall kommt biblische Weisheit zum Tragen. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Eine Weltmacht in Seenot. Spaniens gewaltige Armada, aufgerieben an Britanniens Küsten. Einer der ganz großen Wendepunkte der Geschichte. Der folgenreichsten Niederlagen. Spaniens König Philipp II. Ist der mächtigste Herrscher seiner Zeit. Vor allem durch das viele geraubte Gold und Silber aus Amerika, das die Konquistadoren von dort zurück in die Heimat schicken. Seine gefährlichste Gegnerin ist Königin Elisabeth I. von England. Sie lässt Katholiken in ihrem Land verfolgen und liefert so einen willkommenen Kriegsgrund. Der Papst in Rom mobilisiert die katholischen Fürsten, exkommuniziert die Königin und fordert zu ihrem Sturz auf. König Philipp will handeln. In Glaubensfragen kennt er kein Pardon. Nun wollte er, fühlte sich als der Herr der Welt, der Philipp II., war es beinahe, ihm gehörte die halbe Erde, den Engländern eine Lektion erteilen. Und das ging ja dann bekanntlich schief. Englische Piraten sind Philipp schon länger ein Dorn im Auge.
Mit königlichem Segen kapern Freibeuter wie Francis Drake Spaniens Silberschiffe aus den Kolonien. Nach 2 Jahren Bauzeit setzt die Armada endlich Segel. 130 Schiffe. Die kleineren englischen Galeonen sind zahlenmäßig unterlegen, dafür aber wendiger und schneller. Ein Vorteil, aber nicht der entscheidende. Vor Calais wollen die Spanier ihre Invasionsarmee an Bord nehmen und dann auf kürzestem Weg über den Kanal bringen. Francis Drake lässt brennende und mit Pulver beladene Schiffe in Richtung des Gegners segeln. Die Spanier lichten Anker und wollen fliehen. Ungünstiger Wind zerstreut beide Flotten über mehrere Kilometer. Im Ärmelkanal entbrennt eine mörderische Seeschlacht. Spaniens Schiffe sind für den Nahkampf gebaut. Die Engländer halten Abstand. Ihr Vorteil liegt in der Feuerkraft ihrer Kanonen. Das war die modernere Taktik. Insofern war Philipp II. Im Mittelalter und England die moderne Welt. Die Schlacht bringt fast 3000 Männern den Tod, Engländern und Spaniern. Noch mehr Verluste fordert ein schwerer Sturm, der vom Atlantik her aufzieht. Auf ihrem Rückzug rund um die britischen Inseln verliert die Armada die Hälfte ihrer Schiffe. Dass manchmal Sieg und Niederlage einfach deshalb schon nah beieinander liegen, weil unvorhergesehene Faktoren, in dem Fall einfach ein großer Sturm, das ganze Kalkül zunichte machen kann. Das macht Geschichte so spannend. Das macht Geschichte auch deshalb spannend, weil es plötzlich der David ist, in dem Fall die Engländer, jedenfalls was deren Seemacht betrifft, der gegen den Goliath einfach, weil er plötzlich das Glück auf seiner Seite hat, die Geschicke auf seiner Seite hat, den Sieg erringen kann. Nach dem Scheitern der Armada ist König Philipps Macht erschüttert. Misstrauen lähmt den spanischen Hof. In England wird Francis Drake, der Bezwinger der Armada, zum Nationalhelden. Die Namen der unterlegenen spanischen Kapitäne geraten in Vergessenheit. Elisabeths England steigt auf zur Seemacht Nummer 1. Eine Gedenkmünze an den Sieg über die Armada trägt die Worte "God bless" und sie verschwand. Unser nächster Fall. Ein tragisches Scheitern, nicht durch himmlische Kräfte, sondern sehr irdische Machenschaften. 1972. Showdown im Bundestag. Willy Brandt steht kurz davor, seine Macht zu verlieren. Ein Misstrauensvotum droht den SPD-Kanzler zu stürzen. Sein Herausforderer heißt Rainer Barzel. Gebürtiger Ostpreuße, politischer Musterschüler, CDU-Fraktionschef und nach Meinung vieler Experten nächster Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Der 47-jährige Barzel scheint allen Grund zu haben, optimistisch der Abstimmung entgegenzusehen. Auf den Straßen regt sich lauter Protest gegen die Regierung Brandt. Vor allem die Ostpolitik spaltet das Land. Die sozialliberale Koalition setzt auf Annäherung mit der DDR, auf Aussöhnung mit Polen und der Sowjetunion, auf Entspannung statt Konfrontation. Mitten im Kalten Krieg ist das ein umstrittener Kurs. CDU und CSU kritisieren vor allem, Brandt gebe die alten Ostgebiete für immer preis und mache die deutsche Wiedervereinigung unmöglich. Dadurch, dass Sie dieses Vertragswerk gemacht haben, dass diese drei Grundentscheidungen, die für uns stehen, gefährdet. Deshalb sagen wir so nicht. Viele denken wie Barzel, auch in der Regierungskoalition. Mehrere Abgeordnete der FDP wechseln zur Union über. Rechnerisch hat Willy Brandt keine Mehrheit mehr. Die Opposition stellt den ersten konstruktiven Misstrauensantrag der bundesdeutschen Geschichte. Der Bundestag spricht Bundeskanzler Willy Brandt das Misstrauen aus
und wählt als seinen Nachfolger den Abgeordneten Dr. Rainer Barzel zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Beide Seiten erwarten eine knappe Entscheidung. Mancher Abgeordneter wird aus dem Krankenhaus ins Parlament geholt. Einem Kanzler das Misstrauen auszusprechen, ist zwar im Grundgesetz ausdrücklich vorgesehen, doch für viele wirkt es wie ein Putschversuch, der an die Weimarer Republik erinnert. Millionen verfolgen die Abstimmung live vor dem Fernseher. Kommt es zum Machtwechsel? Stimmberechtigten Abgeordneten beträgt, wie Sie wissen, 249 Stimmen. Ich stelle fest, dass der von der Fraktion der CDU-CSU vorgeschlagene Abgeordnete Dr. Barzel die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages nicht erreicht hat. Der Antrag der Fraktion der CDU-CSU... Zwei Stimmen fehlen. Was man da fühlt, ja, man hat es nicht geschafft. Ich habe dann später die Fernsehbilder gesehen, 10 Jahre später, ich habe es nie angeguckt. Da habe ich mit dem Kopf gewackelt. Ich erinnere mich, dass um mich herum sozialdemokratische Abgeordnete Freudentänze wie Derwische gemacht haben. Nicht geschafft und Verräter. Alles Mögliche mir an den Kopf gebrüllt. Doch ging alles mit rechten Dingen zu? Barzel ist auch damit zur tragischen Figur geworden, weil er kurz vor dem Sieg Opfer eines Verrates wurde. Und der Verrat ist ja fast schon ein eigenes Genre der Geschichtsschreibung. Schnell kommt der Verdacht auf, mindestens 2 Unionsstimmen seien gekauft worden. Von der SPD, wie anfangs viele glauben, oder von der Stasi? Die DDR-Führung hat ein Interesse an der Fortsetzung von Brandts Ostpolitik. Gibt sie der Stasi-Zentrale den Auftrag, einen Kanzler Barzel zu verhindern? DDR-Spionagechef Markus Wolf räumt später ein, er habe den CDU-Abgeordneten Julius Steiner tatsächlich bestochen. Mit 50.000 D-Mark. Wer der zweite Abweichler ist, bleibt ein Rätsel. Bis Stasi-Akten 2006 den Verdacht auf Leo Wagner von der CSU lenken. Er soll ein IM gewesen sein. Hat also die Stasi mitentschieden, wer in Bonn regiert? Unbestritten ist also, SPD oder Stasi haben 2 Stimmen gekauft und damit Barzel seinen legitimen demokratischen Anspruch, Bundeskanzler zu werden, auf perfide Weise kaputt gemacht. Die manipulierte Niederlage gegen Brandt hängt wie ein Mühlstein an der weiteren Karriere von Rainer Barzel. Er wird nicht Kanzler der Bundesrepublik und verliert seinen Parteivorsitz 1973 an Helmut Kohl. Auch privat treffen ihn harte Schläge. Barzels Tochter Claudia nimmt sich das Leben. Seine Frau Kriemhild stirbt nach langer Krankheit an Leukämie. Auch die zweite Ehe endet tragisch. Ein Autounfall macht Barzel erneut zum Witwer. Den Schlusspunkt unter seine politische Karriere setzt er 1984. Ohne Beweise in der Flick-Affäre beschuldigt, tritt Barzel als Bundestagspräsident zurück. Barzel war ein Mann großer Überzeugungen, der wirklich in dem Punkt als tragische Figur zunächst mal in die Geschichte eingegangen ist. Der allerdings, das kann man glaube ich sagen, auch wenn man ihn etwas näher kannte, der aber als Persönlichkeit stark genug war, um für sich selbst bei seinen Überzeugungen und Idealen zu bleiben und daran nicht zerbrochen ist. Also ein Verlierer, der nicht zerbricht, der nicht aufgibt, ist der Verlierer, den man mit besonders großer Hochachtung honorieren muss. 2006 stirbt Rainer Barzel nach langer Krankheit in München. Der Bundestag ehrt ihn mit einem Staatsakt. In unserem nächsten Fall gibt es keine staatliche Ehrung, dafür aber viel Geld vom Steuerzahler. 15. September 2008. Von Manhattan aus erschüttert eine Nachricht die Welt. Lehman Brothers ist pleite. Die US-Investmentbank wird zum Auslöser der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Dabei gilt Lehman lange als eine der ersten Adressen an der Wall Street.
Bankchef Richard Fault trägt den Beinamen der Gorilla, wegen seiner öffentlich zur Schau getragenen Angriffslust. Wir wollen alle Menschen besiegen, die uns im Weg stehen. So wünsche ich mir Lehman Brothers. Es gilt, unsere Gegner zu zermalmen. Und zwar so. Was ich wirklich tun will, ihnen das Herz herausreißen und das aufessen, bevor sie sterben. Lehman Brothers macht Börsengeschäfte auf Pump. Langfristige Investments werden mit kurzfristigen Krediten finanziert. Solides Wirtschaften ist das nicht. Aber nach dem Risiko fragen nur wenige Kritiker des Systems. Die meisten Anleger wollen vor allem hohe Renditen. Eine große Rolle hat gespielt, dass natürlich eine immense Gier da war. Gier verlockt dazu, nur noch große Gewinne zu machen. Das ist Gier, aber Risiken und Verlust auszublenden. Wären wir noch im alten Griechenland, würden wir sagen, das ist die Hybris, das ist der Frevel, das ist die Herausforderung der Götter. Die Regierung Bush befeuert das Wachstum mit billigem Geld. Banken verkaufen Zehntausende Hauskredite, die nur durch die Hoffnung auf steigende Immobilienpreise abgesichert sind. Als dann die Preise fallen, häufen sich Bauruinen und Kreditausfälle. Bankchef Fault reagiert mit Parolen wie beim Militär. Jeder von Ihnen sollte stolz und zuversichtlich sein. Unsere Firma ist stark und wird aus dem Ganzen gestärkt hervorgehen. Wir haben es schon einmal getan und wir werden es wieder tun. Das heißt, wenn man im gegenseitigen Wettbewerb steht, in so einem Unternehmen wie jetzt Lehman Brothers in dem Fall, dann versucht jeder, noch mehr Gewinner zu sein als der andere. Das ist ja ein Teil der fast schon Ideologie, die dort vertreten wird. Zugleich aber führt eine solche Gruppenideologie auch dazu, dass das rationale Denken, dass es vielleicht doch Risiken geben könnte, immer weiter reduziert wird. Mitte September 2008 muss Lehman Staatshilfe beantragen. Noch glaubt Fault, seine Bank sei too big to fail, zu wichtig, um pleite zu gehen. Doch die scheidende Regierung Bush will kein Geld mehr geben. Und andere Banken auch nicht. 150 Jahre Banktradition. Das Erbe zweier deutscher Auswanderer. Hunderte Milliarden Börsenwert. Lehman geht in die Insolvenz. Die Angestellten räumen noch in der Nacht ihre Büros. Als Versager wollen sie nicht gesehen werden. Das nervt. Anderen haben sie geholfen. Wir haben einfach Pech gehabt. Viele werden jetzt erstmal für ein paar Monate segeln gehen. Die Pleite löst eine weltweite Wirtschaftskrise aus. Lehmans missglücktes Pokerspiel gefährdet ganze Nationen. Die einst allmächtigen Banken brauchen plötzlich die Hilfe der Politik. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Nur milliardenschwere Rettungspakete verhindern den völligen Kollaps des Finanzsystems auf Kosten der Steuerzahler. Die Öffentlichkeit ruft nach Konsequenzen, doch die lassen auf sich warten. Das Mitleid für Lehman hält sich in engen Grenzen. Verlierer. Sie können machen, was Sie wollen. Defekt sind Sie falsch. In den Sumpf gezogen hat. Weil sie gezeigt haben, dass das Finanzweltwirtschaftssystem ausgesprochen widerwärtig war. Ich würde eher sagen, wir sind Verlierer. In dem Fall die Zahler, in dem Fall die Anleger. Völlige Verlierer, ab in die Hölle. Häme ist natürlich jetzt kein sehr angenehmer menschlicher Zug. Trotz allem in einem solchen Fall, von dem man nur sagen kann, also hier wurden wirklich, also auf eine wirklich unverantwortliche Art und Weise und mit Größenwahn und Gier gezockt, ist es etwas, was als Therapeutikum wahrscheinlich sogar ganz nachvollziehbar ist. Ex-Bankchef Richard Fault meidet die Öffentlichkeit, verweigert jeden Kommentar. Bei einer Anhörung im Kongress gibt er sich zerknirscht. Ich wache jede Nacht auf und frage mich, was hätte ich anders machen können in manchen Situationen? Was hätte ich sagen können? Was hätte ich tun sollen?
Das Lamento eines Spielers, der verloren hat. Keine Reue, eher Selbstmitleid. Ich kann Ihnen sagen, diesen Schmerz werde ich den Rest meines Lebens spüren. Fouls hat bei Lehman Gehalt und Boni in Höhe von rund einer halben Milliarde Dollar kassiert. Mehrere Zivilklagen sind gegen ihn anhängig. Das Familienanwesen hat er vorsichtshalber seiner Frau überschrieben. Unser nächster Fall. Ein Monarch mit schwerer Kindheit, der als Erwachsener erst jedes Maß und dann die Macht verliert. Wilhelm II., deutscher Kaiser, König von Preußen, Herrscher über eine der führenden Industrienationen. Nicht genug für seine Majestät. Deutschland soll Weltmacht sein und dafür will er sorgen. Zu Großem sind wir bestimmt und herrlichen Zeiten führe ich euch entgegen. Die Deutschen im Kaiserreich. Zwischen Pickelhauben und Produktionsrekorden. Wehrhaft, aber weitgehend friedlich seit Bismarcks Reichsgründung. Mit diesem Erbe hätte man nun kundig umgehen müssen, um daraus die führende Weltmacht zu machen. Er ging nicht kundig damit um. Er hat das Klima zulasten von Deutschland verschlechtert durch eine Neigung zu großsprecherischen Redensarten. Er hat überall geredet, redete ziemlich gut, aber redete einen grässlichen Unfug. Zum Beispiel, als deutsche Truppen eingeschifft werden, um in China einen Aufstand gegen die Kolonialmächte niederzuschlagen. Die berüchtigte Hunnenrede. Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht. Wie vor 1000 Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, so möge der Name Deutscher in China in einer solchen Weise bekannt werden, dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen auch nur scheel anzusehen. Solche Worte prägen das Bild Deutschlands in der Welt. Der Kaiser wird zum diplomatischen Sicherheitsrisiko. Aber woher kommt sein Hang zum verbalen Größenwahn? Wilhelm ist seit der Geburt verkrüppelt. Wegen seiner schiefen Körperhaltung wird er in ein Streckkorsett gesteckt. Mit elektrischem Strom soll die Muskulatur des lahmen Armes gestärkt werden. Die rustikale Behandlung bleibt erfolglos. Sein Arm verdirbt mir jede Freude und jeden Stolz, den ich an ihm haben sollte, klagt Wilhelms Mutter Victoria. Er wird nie männlich sein. Wenn ein Mensch sich verkrüppelt fühlt und dafür auch noch von seiner Mutter gehänselt wird, dann entwickelt er ein Geltungsbedürfnis und einen Hang zur Großsprecherei, die ohne dieses Manko vielleicht nicht eingetreten wäre. Wilhelm ist trotz seiner Behinderung ein passabler Jäger, sofern er das Wild vor die Flinte getrieben bekommt. Auch hoch zu Ross zeigt er sich gern dem Volk. Mehrmals täglich wechselt er die Uniform. Jeden Tag Maskenball, spotten die Adjutanten. Doch Wilhelm sammelt nicht nur Uniformen, sondern auch Kriegsschiffe, was in England als Bedrohung gesehen wird. Der Kaiser kann das nicht verstehen und fühlt sich politisch eingekreist. Dabei ist er es, der Deutschland isoliert. Das, was er da als Weltbild immer wieder schildert, ist so fern der Realität, dass es an Wahnsinn grenzt. Das Gleichgewicht der europäischen Mächte gerät aus den Fugen. England verbündet sich mit Frankreich und Russland. Deutschland hat nur noch Österreich-Ungarn als Bündnispartner. Es kann auch sein, dass das rein... dass er sich einfach überfordert hatte. Da hat er so viel Macht an sich gezogen, so viele Rivalen einfach entfernt. Da stand er da mit dieser gewaltigen Aufgabe, die er total unfähig war zu bewältigen. Im Juni 1914 wird Österreichs Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo ermordet. Wien stellt Serbien ein Ultimatum. Wilhelm gibt sich angriffslustig.
Mit den Serben muss abgerechnet werden. Als Belgrad das Ultimatum akzeptieren will, ändert er plötzlich seine Meinung. Damit fällt jeder Kriegsgrund fort. Schreibt Wilhelm nach Wien. Zu spät. Österreich erklärt Serbien den Krieg. Der deutsche Kaiser hat die Kontrolle verloren und kann jetzt nicht mehr zurück. Am 1. August 1914 verkündet er vom Balkon des Berliner Schlosses aus die Generalmobilmachung. Mitten im Krieg überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Wanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterland. Das erste Kriegsopfer ist wie immer die Wahrheit. Deutschland wird nicht überfallen. Es steckt, wie die anderen Mächte auch, in der tödlichen Mechanik der Bündnisse, die am Ende keinen Ausweg mehr lässt. Als das große Sterben seinen Lauf nimmt, verliert der Kaiser Nimbus und Macht. Die Militärs übernehmen das Ruder. Bis zur Niederlage 1918. Die Revolution fegt Deutschlands gekrönte Häupter von den Thronen. Wilhelm überlegt noch, an der Spitze treuer Truppen nach Berlin zu marschieren oder an der Front den Heldentod zu suchen. Seine Berater können ihn davon abhalten. Am 10. November 1918 flieht der letzte deutsche Kaiser ins Exil nach Holland. Als Person ist er kein so tragischer Verlierer. Nicht entfernt mit Che Guevara oder zu vergleichen oder mit Cäsar, der nun immerhin ehrlich ermordet wurde. Er war einer der mächtigsten Männer der Welt und erlebt nun, wie ihm seine Weltmacht zertreten wird. Also sein Schicksal ist groß, seine Person, nein. Im Exil gibt Wilhelm die Schuld an seinem Sturz den Juden. Sein eigener Onkel nannte ihn eine, Zitat, Fehlbesetzung der Geschichte. Unser nächster Fall. Wie eine Aufgabe einfach zu groß sein kann, um alle Erwartungen zu erfüllen. Sie sei die letzte Kaiserin Indiens, heißt es, demokratisch gewählt und dennoch mit fast ungeteilter Macht. Ihr Name weckt millionenfache Hoffnung, ist Empfehlung und Bürde zugleich. Indira Gandhi. 31. Oktober 1984. Mit 66 Jahren fällt Indiens Premierministerin Indira Gandhi einem Anschlag der eigenen Leibwächter zum Opfer. Indien versinkt im Chaos. Jene gerechte und gewaltfreie Zukunft, die Indira Gandhi ihrem Volk versprochen hatte, scheint nach ihrem Tod ferner denn je. Das große Problem ist, dass wenn ein Volk wie im Falle Gandhi so viel an Hoffnungen mit dem Namen verbindet und auch Hoffnung da rein projiziert. 1967 wird Indira Gandhi zum ersten Mal Premierministerin. Sie ist die Erbin einer glanzvollen Dynastie und war auch die erste Frau in Indiens Parlament. Ihr Vater, Pandit Nehru, ist einer der führenden Köpfe der Unabhängigkeitsbewegung. Ein freies Indien liegt ihm ebenso am Herzen wie die Macht der eigenen Familie. Schon früh baut er Tochter Indira zur Nachfolgerin auf. Der große Mahatma Gandhi ist oft zu Gast im Hause Nehru. Für die junge Indira wird er zum Vorbild. Durch eine Hochzeit erhält sie auch seinen klangvollen Namen. Ihr Mann ist zwar nicht verwandt mit dem Mahatma, doch der Name wird ihr helfen. Der Subkontinent mit seiner jahrtausendealten Geschichte ist geplagt von Armut und Gewalt. Der Name Gandhi verheißt Erleuchtung und Frieden. Kann Indira Gandhi diese Erwartungen erfüllen? Kann sie eine würdige Erbin sein von Mahatma Gandhi und ihres Vaters Nehru? Außenpolitisch erwirbt sie sich schnell Respekt.
nutzt geschickt die Rivalität der Supermächte für Indiens Interessen. Im Inneren propagiert sie den Kampf gegen Armut, Krankheit und Hunger. Damit gewinnt sie Wahlen, doch wirklich einlösen kann sie ihre Versprechen nicht. Sind Indiens Probleme einfach zu groß? Oder richtet Indira Gandhi zu viel Energie auf den Erhalt der eigenen Macht, wie Kritiker meinen? Darf eine demokratisch gewählte Premierministerin allen Ernstes erklären, ihr Amt sei Gott gewollt, so wie das Indira Gandhi tut? Es ist ja fast Volksmund zu sagen, dass Macht auch korrumpieren kann. Dass sehr viele Menschen, gerade auch in der Weltgeschichte, die mit großen Idealen begonnen sind, der Faszination der Macht erliegen und die Ideale zunehmend nur noch als eine Art Slogan einsetzen, in Wirklichkeit aber nur noch ihrem eigenen Machterhalt und dem Gewinn des eigenen Vorteiles nachstreben. Als Antwort auf eine Anklage wegen Korruption und Wahlfälschung lässt sie im Juni 1975 den nationalen Notstand ausrufen. Gegner und Kritiker werden unter Hausarrest gestellt. Hinter der Fassade der Hoffnungsträgerin werden diktatorische Züge sichtbar. Gemeinsam mit ihrem politisch unerfahrenen Sohn Sanjay regiert Indira Gandhi jetzt wie eine absolutistische Fürstin. Als Kronprinz ohne Amt und Mandat lässt Sanjay im Rahmen eines sogenannten Familienplanungsprogramms Hunderttausende Inder zwangssterilisieren. Dann ordnet er die, Zitat, Sanierung der Slums von Neu-Delhi an. Planierraupen machen ganze Straßenzüge dem Erdboden gleich. Tausende werden obdachlos. Mutter Indira verteidigt ihn. Demokratisch klingt das nicht mehr. Jetzt mit dem neuen Sinn für Disziplin, denken wir, werden wir die Menschen für unsere Programme aktivieren und viel mehr erreichen können. Nach fast 2 Jahren Notstandsregime lässt Indira Gandhi Neuwahlen zu, in der Erwartung eines klaren Sieges. Doch sie verliert haushoch Amt und Vertrauen. 3 Jahre später stirbt Lieblingssohn Sanjay bei einem Flugzeugabsturz. Ein privater Verlust, den Indira Gandhi bis an ihr Lebensende nicht verschmerzen wird. Als sie 1980 von der zerstrittenen Regierung erneut an die Macht geholt wird, ist sie eine gebrochene Frau. Den Weg der Selbst- und Gewaltlosigkeit, für den ihr Namensvetter Mahatma stand, hat sie früh verlassen. Vielleicht war das nötig, um das große Land in seiner Krise vor dem Zerbrechen zu bewahren. Vielleicht hat Indira Gandhi für Indien dadurch mehr erreicht, als es andere getan hätten an ihrer Stelle. Ihr gewaltsamer Tod hat dazu geführt, dass sie in ländlichen Gegenden bis heute als Amma, als Mutter, verehrt wird. Doch gemessen an den hohen Erwartungen, die Name und Herkunft Indira Gandhis weckten, und auch gemessen an den demokratischen Maßstäben des Westens, bleibt das Urteil zwiespältig. Die 2 großen Gandhis der indischen Geschichte. Der eine, bewunderte Jahrhundertgestalt, die andere irgendwo zwischen Licht und Schatten.